Nun denn, die letzte Reihe war wieder eine Hinreihe. Wir stricken einmal zurück, also darauf eine Rückreihe noch. So, und nun das letzte Element sozusagen, 13 Maschen Rippenmuster, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die nächste Masche fallen lassen. Das Aufdrösen habe ich immer noch nicht gemacht und darüber 21 Reihen stricken. Damit ist dann der zweite Abschnitt fertig. Das sind die Kurven nach rechts. Wir schauen uns das dann gleich an. Also hier 21 Reihen darüber stricken.